Mit Espresso sehen wir hier einen Hengst, der seinen Nachkommen geprägt hat wie kaum ein anderer. Er hat bereits in noch jungen Jahren eine betrachtliche Anzahl an Fohlen gebracht, die alle sehr homogen in der Typausprägung sind, die vielfach auf den Endringen der Fohlenchampionate zu finden waren und verfügt bereits jetzt über zwei gekürte Söhne, die beide als Reservesieger ihre Körung verlassen haben. Er selbst, als Siegerhengst der Körung seiner Zeit, ist ein sehr ausdrucksstarkes maskulines Hengstmodell. Er besitzt eine gute Bewegungsdynamik mit akzentuiert vorgetragenem Bewegungsablauf, aktivem Hinterbein und Raumgriff und Schulterfreiheit.